Hallo und herzlich willkommen bei Softwarearchitektur im Stream. Heute ist Rebecca Temme zu Gast und wer sie ist, wird sie gleich erzählen und wir möchten über Kommunikation im Entwicklungsprozess sprechen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die bei YouTube stellen, bei Twitch stellen, über das Formular stellen, über Twitter stellen und natürlich auch in unserem Channel. Genau. Hallo Rebecca, schön, dass du da bist. Wer bist du denn? Schön, dass ich da sein kann. Ja, ich bin Rebecca. Ich mache Business-Analyse. Ich bin seit einer Weile mit dir zusammen bei InnoQ. Und es gibt viel zu mir zu erzählen. Was interessiert dich denn besonders? Das ist eine gute Frage. Fun Fact, wir hatten letzte Woche auch eine Business-Analystin zu Gast hier im Stream. Also ein cooler Anschluss jetzt, dass auch du hier bist. Aber was machst du denn im Berufsalltag? Ja, das ist schwierig, so in einen Satz zu packen. Ne? Ich muss von mir beichten, dass ich nicht Informatik studiert habe, sondern BWL. Ja, es ist wahr. Und ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu Informatik-Themen überhaupt gestoßen. Und zwar habe ich so vor mich hin studiert und habe dann im Studium einen Job gesucht. Und das war eigentlich für eine Controlling-Stelle ausgeschrieben. Deswegen habe ich mich beworben, weil ich irgendwie im dritten Semester dachte, dass ich das machen will. Mhm. Und im Bewerbungsgespräch hat sich ergeben, dass sie auch jemanden suchen für ja den Subbereich Systeme und Prozesse, die damals so ein SAP-System irgendwie betreut haben und dass sie da auch einen Werkstudenten suchen. Und dann haben sich quasi die Teamleiter so ein bisschen gebettelt, wer cooler ist. Und ich dachte so, ach, im dritten Semester BWL kann ich schon, mache ich jetzt mal Informatik. Genau, und dann haben die mich tatsächlich eingestellt und mir alles beigebracht, was ich wissen musste. Und das hat sehr, sehr viel mehr Spaß gemacht als mein Studium. Ach, spannend. Und so bin ich irgendwie so Richtung Informatik gerutscht, sag ich mal. Hab dann aber auch im Master noch sehr, sehr BWL-ige Themen gemacht. Also ich habe Accounting and Taxation Master gemacht. Also wirklich trocken und trocken, sehr trocken. Und ich habe es dann aber durchgezogen. Da gibt es auch noch eine Geschichte zu, da gehe ich aber nicht rein jetzt. Und habe es durchgezogen und habe danach gedacht, okay, wie kann ich jetzt mehr mit IT machen, ohne es nochmal zu studieren, weil da hatte ich keine Lust drauf. Und dann bin ich in die Beratung gegangen. Denn da bringen sie einem Sachen bei und man wird bezahlt. Genau. Ich habe wirklich, also ich habe so überhaupt keinen Schimmer vom BWL, obwohl es Teil der Ausbildung war. Was ist denn Controlling eigentlich? Also so Idioten zusammenfassen, wäre ganz nett. Also das gehört alles irgendwie so in den Unternehmenssteuerungsbereich. Mhm. Ne? Also so ein Unternehmen, da kosten ja Sachen Geld und mit irgendwas willst du Geld machen und du machst dann mal und dann hinterher willst du auch kontrollieren, ob zum Beispiel deine strategischen Annahmen, ob die korrekt waren oder so. Ne? Also es gibt strategisches Controlling und es gibt operatives Controlling. Operatives Controlling ist dann eher so wirklich so ein bisschen Controlletti-mäßig. Mhm. Aber strategisches Controlling hat auch was damit zu tun, zum Beispiel, okay, wir sind jetzt ein großer Konzern, wer sind unsere Wettbewerber, wie schlagen die sich, in welchen Märkten sind die unterwegs, wie wollen wir uns ausrichten, um quasi in eine Lücke zu stoßen, die anderen lassen. Also das hat auch schon echt interessante Aspekte, aber es ist auch viel Excel, also viel Zahlen, Monster und so. Ja, hilft dir das so ein bisschen? Ja, total. Und ich habe das Gefühl, da kannst du viel draus eigentlich auf die Software oder auf die IT-Branche adaptieren. Also wenn du das so sagst mit Wettbewerberanalyse oder wie stehen wir im Markt da, also was anderes. Also Eberhard hat schon häufiger im Stream auch gesagt, dass man ja den Business-Value irgendwie haben sollte. Ja. Also hört sich jetzt nicht so fern ab von dieser ganzen Geschichte an. Naja, also auch die IT-Welt hat ja das Problem, dass irgendwie Geld verdient werden muss. Ne? Also dass das nicht vom Himmel fällt und damit ist halt BWL im Boot. Also sobald da irgendwie Kohle rüberwachsen muss, ist dann halt irgendwie BWL nicht weit entfernt. Und deswegen finde ich, also ich hatte in der Zeit, da habe ich gedacht, Gott, warum habe ich das studiert? Aber ich muss sagen, so je älter ich werde, desto besser, so desto froher bin ich eigentlich, dass ich das gemacht habe. Mhm. Auch wenn ich natürlich viel Bulimie-mäßig gelernt habe und schon wieder vergessen, sind doch so die Prinzipien, die groben Züge, wie löst man Probleme. Das ist einfach sehr,
das ist einfach überall in unserer Welt irgendwie relevant und sinnvoll. Und gerade wenn man in der IT-Beratung ist, dann berät man ja meistens Unternehmen und die ticken halt so. Ne? Die sind auch darauf angewiesen, Geld zu machen. Und wir sollten, wenn wir sie beraten, sie dabei unterstützen. Ja. Und genau, also das wäre jetzt so dein Weg, wie du da hingekommen bist. Und was machst du? Also gehst du in ein Unternehmen rein und sagst dann, ja, das ist nicht so gut, was ihr hier macht. Oder also, was ist so dein Alltag? Also, ich merke gerade, dass ich das so gut politikermäßig so umschifft habe, deine ja, Frage. Ja, hast du ne? sehr gut gemacht. Liegt aber daran, dass ich sie zwischendrin schon wieder vergessen hatte. Ach so. Also, war gar nicht beabsichtigt. Ja, was mache ich so? Das ist ein bunter Strauß, muss man sagen. Also, ich bin so ein bisschen... Ich kann alles und nichts. Ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem, zu erklären, was man macht. Also gerade zum Beispiel unterstütze ich einen Kunden, da ist die Software teilweise nicht mehr ganz jung. Und da müssen Dinge geupdatet werden, eventuell umgebaut werden. Gleichzeitig hat man neue Fachlichkeit, die man verbauen will. Und ich helfe da zum Beispiel, das zu priorisieren. Ne? Das heißt, ich sammle die Anforderungen ein, das heißt, ich mache auch eben Requirements Engineering, Business Analyse. Ich tue mich schwer damit, dem immer einen Namen zu geben, aber ich sammle die Anforderungen ein. Ich helfe dem Team oder dem Kunden, das zu strukturieren. Also das ist so, strukturieren ist so überhaupt mein großes Steckenpferd. Ne? Also ich versuche, die Sachen einzuordnen, zu priorisieren und dann Entscheidungen zu treffen. So, also das mache ich gerade jetzt im Projekt. Ich hatte schon Projekte, da habe ich wirklich auch richtig konkrete fachliche Anforderungen für Software aufgenommen. Das heißt, ich war in einem Software-Team und habe im Grunde den Product Owner unterstützt, also Anforderungen einzusammeln und dann mit den Techies im Grunde auch denen das zu erklären, mit denen gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, dass die Fachlichkeit da berücksichtigt ist. So ein bisschen die Übersetzungsleistung zwischen Techies und Fachmenschen, weil die ja doch einfach von sehr unterschiedlichen Welten kommen und sich oft gar nicht verstehen. Das heißt, also das ist das Coole an meinem Job, ist, dass er so vielseitig ist. Also ich mir wird schnell langweilig und deswegen ist das großartig, dass ich immer so viel Unterschiedliches machen kann. Das hört sich auch cool an, auf jeden Fall. Genau, du hast dich auch, glaube ich, als IT-Enthusiastin betitelt, als du dich vorgestellt hattest. Das fand ich auch ziemlich charmant. Genau, ich bin ja eher der Autodidakt. Das liegt aber daran, dass ich einfach eher, ich kann einfach besser lernen, indem ich Dinge tue. Mhm. Also es gibt ja Leute, die können super gut irgendwie aus Büchern lernen oder aus Vorlesungen. Und das bleibt bei mir einfach nicht hängen, wenn ich es nicht anwende. Also sobald ich den Anwendungsbezug habe, bleibt es im Gehirn und alles andere, das verschwindet leider dann mit der Zeit wieder und teilweise sehr schnell. Und deswegen ja, bin ich halt IT-Enthusiastin, weil sehr viel autodidaktisch durch Fragen und Sehen und Tun genauso zusammengekommen ist. Mhm. Du hattest eben gesagt, strukturieren ist dein Steckenpferd. Kann man strukturieren lernen? Bestimmt kann man das lernen, aber du fragst natürlich die Falsche, ne? Weil ich hatte. Du kannst das einfach. Ich glaube, wahrscheinlich konnte ich es schon immer. Mhm. Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich es mal nicht konnte. Das ist das Problem. Also was man lernen kann auf jeden Fall sind so Modelle oder Theorien, die einem dabei helfen. Also dieses bekannte MISI, boah. Jetzt habe ich hier den Begriff fallen gelassen. Also im Grunde mutual, exclusive und also möglichst allumfassend, aber ausschließend. Also dass man eine Sache so teilt, dass die einzelnen Teile eben sich nicht überlappen, aber man die gesamte Sache abgedeckt hat. Solche Bilder helfen mir zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Problem habe und ich muss es runterbrechen in Kleinprobleme, weil riesige Probleme kann keiner von uns angehen, aber Teilprobleme können wir alle angehen. Ne? Also sowas wie, ich weiß nicht, ich muss 5 Kilo abnehmen, wie soll das denn gehen? Aber dann zu sagen, okay, was sind denn die Schritte dahin? Wie kann ich denn, und was sind dann die Schritte in den Schritten? So sowas runterbrechen,
Ich finde, das kann man auf jeden Fall üben und eigentlich kann man alles, was man übt, auch lernen, oder? Also wie war das, alles, was man 10.000 Mal gemacht hat, das kann man dann auch. Ja. Da muss man nur mal üben und anfangen. Würde ich unterschreiben. Was ist dein Tool deiner Wahl, um sowas zu tun? Excel? Also du hast vorhin so schön Excel erwähnt, deswegen. Ich male sehr gerne. Mhm. Also ich kann nicht malen, ne? Also Lisa, also jeder kann malen. Ich will nicht mit dir, ich würde nicht, obwohl wir könnten vielleicht zusammen irgendwie hier, nicht Pictionary, sondern wie heißt das, dieses Spiel, wo der eine malt und der andere rät. Ach, Montagsmaler? Ja, genau. Also das können wir bestimmt gut zusammenspielen, okay. Wenn du malst und ich rate. Ach so. Ich bin eher so der visuelle Typ. Das heißt, im Moment, da wir sehr viel Remote machen, mache ich sehr viel per Miro. Also Miro ist gerade so mein, aber bestimmt geht Mural auch. Ich bin irgendwie nur mal irgendwann Richtung Miro abgebogen. Keine Ahnung, warum. Und das ist auf jeden Fall besser als dieses Whiteboard in Zoom. Das ist echt, oder Teams, die sind echt nicht so mein Fall. Aber Miro ist gut. Und früher, du weißt schon, vor Covid, da habe ich eigentlich sehr gerne an Whiteboards gemalt. Mhm. Genau, weil die finde ich eigentlich noch besser als Miro, weil da kann man noch unmittelbarer, ist man noch näher dran irgendwie. Ja. Mhm. Genau, wir sind hier Softwarearchitektur im Stream, deswegen muss ich jetzt wenigstens einmal das Wort Softwarearchitektin droppen. Du hattest eben schon gesagt, du hast viel Requirements-Analyse gemacht, viel Requirements-Engineering und Business-Analyse, auch noch die Worte vermischt, unmöglich. Wie sieht deine Zusammenarbeit mit Softwarearchitektinnen aus? Also meistens Teamwork. Eigentlich immer Teamwork. Und das ist auch, ich sehe das so, also ich kann keinen Softwarearchitekten ersetzen. Ne? Ich kann ihn ergänzen und ich finde, wenn wir zusammenarbeiten, dann wird unsere Zusammenarbeit macht alles besser. Also zumindest irgendwie das Produkt, vielleicht auch die Softwarearchitektur, weil ich nochmal Anforderungen mit reinbringen kann oder nochmal verständlicher machen kann, die dann in der Architektur irgendwie so ihren Ausdruck finden. Und gleichzeitig kann ich quasi vielleicht Vorzüge von Architektur nochmal businessnäher erklären, weil ich halt selber eine Businessnase bin. Also das heißt eben diese Übersetzungsleistungen kann ich anbieten oder halt mein Strukturierungstoolset, also zu helfen, die Probleme, die man gerade trifft, so runterzubrechen, dass man die Schritt für Schritt angehen kann. Mhm. Also so arbeiten wir relativ erfolgreich zusammen. Was denkst du, sollten die Eigenschaften sein, die Softwarearchitektin mitbringt, wenn sie mit dir erfolgreich zusammenarbeiten möchte? Also da ich, also einmal quasi von der Kompetenz her, müssen die Technik verstehen, weil ich tue es nicht. Das heißt, die müssen das mitbringen, weil sonst sind wir zwei Leute, die keine Ahnung von der Technik haben und dann kommen wir nirgendwo hin. Dann hilft mir als Enthusiast jemand, der es erklären kann. Mhm. Ne? Dann ist es eher so ein zwischenmenschliches Ding. Ich bin sehr direkt. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber ich empfinde es als sehr mühsam, wenn Menschen sehr viel so um den heißen Brei herumreden und nicht zum Punkt kommen. Weil ich sehr ungeduldig bin, empfinde ich das, glaube ich, als nicht als Zeitverschwendung, aber ich tue mich sehr schwer damit. Manchmal verstehe ich die Leute dann auch gar nicht, was die eigentlich sagen wollen. Deswegen hilft es immer im Umgang mit mir, sehr direkt zu sein. Oder natürlich so, dass ich das annehmen kann, ne? Das ist ja meine Gratwanderung. Aber so jetzt spezifisch im Umgang mit mir hilft das immer, wenn mir jemand direkt sagt, was das Problem ist, damit ich es lösen kann. Mhm. Oder in der Zusammenarbeit auch. Genau. Ich glaube, direkte Kommunikation ist eigentlich nicht nur bei dir wichtig, weil, also, wenn man immer um den heißen Brei redet, kommt man halt auch mit den Anforderungen nicht weiter. Also, wenn ich immer nur. Wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung, was ich möchte. Vielleicht wäre da so ein Knöpfchen schön. Also, das hilft ja keinem irgendwie ja, genau. weiter. Also, das sind dann auch, da würde ich dann einhaken und sagen, soll der Knopf hin? Ja oder nein? Was sind die Vorteile von dem Knopf? Was sind die Nachteile von dem Knopf? Und dann treffen wir eine Entscheidung. Mhm. Hast du Tipps für Leute, die eher auf dieser, also ich glaube, ich bin eher ein Mensch, der weniger direkt kommuniziert und ich hoffe, du verstehst meine Fragen, auch wenn ich vielleicht manchmal um den heißen Brei rede. Hast du Tipps für zum Beispiel mich, wie ich es lernen kann, direkter zu kommunizieren? Also, dass es mir einfacher fällt? Also,
ich habe ja schon mal üben gesagt. Ja. Und das ist eigentlich, also ich als Autodidakt glaube ich natürlich, dass man alles irgendwie üben und lernen kann, wenn man nur möchte. Wenn ich so People Skills irgendwie neu erlernen möchte, mit denen ich mich aber was mir nicht natürlich irgendwie kommt oder unangenehm ist, dann habe ich einfach mal probiert, das in so einem Safe Space auszuprobieren. Mhm. Also ich habe so ein paar echt super Seminare mal mitmachen dürfen, wo quasi dann in dem Seminar-Kontext dieser Safe Space existiert hat, wo ich mich einfach mal ganz anders geben konnte, als ich mich sonst gegeben habe und gucken konnte, wie kommt das an. Mhm. So, also quasi dann so mit Feedback und dann adjustieren, selbst so ein bisschen wie agile Softwareentwicklung, nur halt mit Verhalten. Mhm. Und wenn man dann eine Testumgebung findet, wo man die Produktion nicht zerschießt, dann ist das ja, dann kann man es ja einfach mal ausprobieren. Schön gesagt, auf jeden Fall. Also wäre quasi, also um nochmal das Strukturieren leicht einzubringen, mein Ziel ist es, direkter zu kommunizieren und mein erster Teilschritt könnte sein, ein Seminar besuchen, das mir dabei hilft oder eine Testumgebung finden, in der ich mich einfach mal ausprobieren könnte. Genau, also Seminar vielleicht für Input, wobei ich am Mittwoch ein sehr gutes Seminar hatte. Habe ich auch schon gehört. Wo rauskam, dass man eigentlich bei Seminaren nur 4% Transferleistung mitbringen kann. Deswegen würde ich sagen, das Seminar ist nicht das Allheilmittel, aber die Testumgebung ist sicher das Allheilmittel, weil du kannst einfach mal ausprobieren. Mhm. Also außer du bist eher der formalisierte Lerner, dann ist vielleicht so ein Seminar und so ein Buch für dich auch sehr hilfreich. Mhm. Also ich bin eher so der Probiermensch. Also wenn ich es lese, dann habe ich es eigentlich direkt wieder vergessen. Ich bin immer, also es tut mir leid, dass ich da jetzt nochmal drauf gehe, aber ich glaube, ich habe doch mit anderen Leuten eigentlich viel mehr Angst, anders zu sein, als ich normal bin. Also ich stelle mir jetzt vor, mit guten Freunden könnte ich, glaube ich, eher mal so ein Spielchen treiben, dass ich da jetzt direkt sage, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf Kino, ich will jetzt wandern gehen oder so. Also Ich glaube, ich hätte mehr Angst bei fremden Menschen und Seminar ist ja eher Menschen, die ich nicht kenne. Ja, andererseits könnte man ja auch argumentieren, dass du diese Menschen vielleicht nie wieder siehst. Das ist auch ein Punkt, ne? Ja. Das heißt, die Konsequenz, die dein Handeln hat, verfolgt dich nicht unmittelbar. Mhm. Wenn du deinen Partner die ganze Zeit zusammenfaltest, um zu gucken, wie wirkt Zusammenfalten auf andere Menschen, dann könnte das die Beziehung etwas schädigen. Danach noch direkt nach Feedback fragen. Ich habe dich jetzt zusammengefaltet. Wie geht's dir damit? Ja, genau. Vielleicht nicht die geeignete Testumgebung. Ja. Also vielleicht nicht den nächsten Freund nehmen, sondern einen etwas ferneren. Oder man traut sich in einer fremden Umgebung. Genau. Oder man fragt Freunde, ob man mal was ausprobieren darf. Die armen Freunde, ja. Genau, du hast schon Kommunikation angesprochen. Welches Teilgebiet in deiner Arbeit als IT-Enthusiastin gefällt dir am besten? Das ist schwierig, weil es einfach die Abwechslung macht, ne? Das finde ich halt großartig. Ich muss sagen, mir gefällt so ein bisschen das Feuerlöschen schon auch sehr gut. Also wenn es ein Problem gibt und das kann man lösen, das macht irgendwie, das schüttet Adrenalin aus, da muss man, das ist quasi so wie so eine Quest, die man jetzt irgendwie vorantreibt und dann findet man hoffentlich eine Lösung, sehr unbefriedigend ist, wenn es dann irgendwie aus Budgetgründen komplett zusammengefaltet wird, dann hat man da quasi eine Quest, die nicht zu Ende geht. Aber so, ich glaube, das gefällt mir so am besten, so Herausforderungen angehen, Probleme lösen. Mhm. Wenn alles immer nur so dahin klimpert, ich glaube, dann weiß nicht, ob ich dann auch so viel Mehrwert liefere. Weil das wird dann irgendwann langweilig und dann langweile ich mich auch. Dann bist du auch wahrscheinlich gar nicht so lange in Projekten, sondern in diesen heißen Phasen und dann suchst du dir ein neues, oder? Ach, das kommt voll drauf an. Also okay. Ich muss halt sagen, auch große Projekte haben immer wieder Probleme, würde ich sagen. Ne? Also die irgendwie, wo man dann immer wieder auf irgendwas drauf reagieren kann. Aber jetzt irgendwie, es gab ein Fachkonzept und das kommt, wird einmal über den Zaun geschmissen. Da kann man einmal die Fragen klären oder so oder immer mal wieder klären, aber danach, wofür braucht man mich dann? Ne? Wenn die Entwickler es verstanden haben, die müssen ihre Arbeit machen, was soll ich da noch daneben sitzen und ihnen über die Schulter lupen? Ja. Es kam gerade eine Frage, oder schon länger her, ein Kommentar bei YouTube. Also genau, muss Eberhard mir leider doch auch weiterleiten. Und zwar hat Anja Kammer auf YouTube geschrieben, oft ist die Frage ja nicht, soll da jetzt ein Knopf hin, sondern welche Aufgabe will ich erfüllen?
die dieser Knopf hätte. Manchmal ist nämlich ein Knopf gar nicht die richtige Lösung. Genau, also das hat, glaube ich, auch letzte Woche die Business Analystin gesagt, dass die Leute immer so lösungsorientiert denken und gar nicht das Problem verstehen, das sie lösen wollen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Nee, also, das ist absolut so. Da hast du recht, Anja. Ne, das liegt einfach darin, dass wir wie so Mäuse in unserem Mäuselabyrinth sind und die Lösung wird immer der Käse sein, ne? Also vielleicht nicht die Freiheit oder so, weil wir es einfach nicht kennen. Und dann hilft halt eben so eine Außenseiterperspektive immer nochmal zu fragen, warum machen wir das eigentlich und was ist das Problem eigentlich, das wir hier versuchen zu lösen? Da muss ich, vielleicht ganz kurz eine Mini-Anekdote, geht das? Gerne. Das Beste sind Anekdoten. Also wir hatten, wir waren beim Kunden und wir haben was auf der grünen Wiese entwickelt. Und es war furchtbar, weil die grüne Wiese war wirklich grün. Also wir mussten im Grunde, die Infrastruktur wurde hochgezogen, während wir gebaut haben. Und währenddessen wurden auch noch diverse Komponenten dann auch nochmal ausgetauscht. Also es war wirklich so ein bisschen Hauen und Stechen. Und dann hatten sie uns irgendwie so 4 Stages hingestellt. Also es gab eben die Entwicklungsumgebung auf den Rechnern, dann gab es eine Integrationsumgebung, dann gab es eine Qualitätsumgebung und dann gab es die Produktionsumgebung. Und wir wollten zum ersten Mal auf die Qualitätsumgebung deployen. Und es hat nicht geklappt. und zwar lange nicht. Und es war so, dass wir hatten im Grunde nur 2 Entwicklers irgendwie im Team. Der eine war im Urlaub und der andere war ein bisschen junioriger und hat sich da die Zähne ausgebissen. Und dann meldete er irgendwann, ich kann mich jetzt nicht mal an die Details erinnern, ne? Aber hatte er dann ein Problem unbedingt lösen wollen. Und wir hatten schon die Management-Eskalationsbrief-Ding aufgesetzt. Und dann habe ich gefragt, Herr, aber warum wollen wir das denn lösen, wenn das doch jetzt geht? Und er so, ach ja. Und dann hat er einfach auf die QS deployed und musste das andere Problem gar nicht lösen, weil das war ein Problem, auf das er im Workaround gestoßen war, um das ursprüngliche Problem zu klären. Mhm. Das ursprüngliche Problem hatte sich aber zwischendrin gelöst, aber er war so quasi so fixiert auf diesen neuen Workaround und um den zum Laufen zu bringen, dass das irgendwie verloren gegangen. Und das ist für mich so eine der Schlüsselerfahrungen gewesen, wo ich gedacht habe, krass, ja, man muss wirklich auch immer wieder im Prozess fragen, arbeiten wir wirklich, also haben wir wirklich das Problem im Blick? Oder haben wir hier gerade ein so Problem, das durch die Lösung entstanden ist, im Blick, was überhaupt das Problem gar nicht löst? Also guter Einwand, Anja. Das ist so lustig. Also man wird ja wirklich so betriebsblind bei Dingen, ne? Dann denkst du, also du bist jetzt ja auch Consultant, also gehst in frische Projekte rein als frische Person, als außenstehende Person. Für dich ist das ja nie Betriebsblindheit, weil du siehst die Dinge das erste Mal. Denkst du, ist es sinnvoller, ich sag jetzt immer IT-Enthusiastin, weil ich den Begriff so gerne mag, von außen zu engagieren, als selber eine einzustellen in einem Unternehmen, in einem festen Team zum Beispiel? Ach, wahrscheinlich nicht. Was ich halt ganz oft, also dich würde es überraschen, aber der Begriff IT-Enthusiast ist nicht geschützt. Ne? Noch nicht. Das heißt, was ich ganz häufig so merke, ist, dass Leute jetzt nicht den Begriff IT-Enthusiast, aber zum Beispiel Business Analyst, ne? Dass im Unternehmen Leute, die jetzt 20, 30 Jahre super gute Sachbearbeiter waren, da macht man jetzt eine Umstrukturierung und ab heute heißen die jetzt Business Analyst. Und dann haben wir beide irgendwie den gleichen Titel, aber ganz andere Grundvoraussetzungen. Und das heißt, ganz häufig denken Kunden, das, was ich kann, können die ja selber. Und dafür müssen sie kein Geld ausgeben. So, das ist, das resoniert bei mir, wenn du diese Frage stellst. Ich glaube, dass fähige Leute natürlich auch im Unternehmen arbeiten und die da auch total Mehrwert liefern können. Die kamen ja auch irgendwann mal von außen oder so. Ne? Manchmal kann es hilfreich sein, so eine Perspektive von außen reinzubringen und sei es nur irgendwie für eine Art Feedback oder Review oder sowas. Ne? Man muss die ja dann nicht jahrelang beschäftigen. Aber es kann schon sinnvoll sein, ja. Und die kann ja dann auch nur für kurze Zeit kommen und für eine Aufgabe oder so. Okay, dann mal so eine esoterische Frage. Was ist die größte Erkenntnis, die du in den letzten Monaten hattest?
Mist, wir hatten ja schon so ein bisschen gesprochen vorher und ich habe schon wieder vergessen, was ich da gesagt habe. Ach so, wenn du möchtest, kann ich sagen, was du gesagt hast. Ja, das finde ich gut, dann kann ja, ich da okay. nochmal drauf hingehen. Also du sagtest mir damals, nicht Techie sein hat den Vorteil, die Kundinnen zu verstehen. Genau. Ja, das hatte ich ja auch vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen mit meinem Studium, ne, dass ich da lange dran gehadert habe, dass ich quasi das falsch studiert habe, weil ich jetzt in einem ganz anderen Bereich arbeite, der mir total viel Spaß macht. Und ich habe mich schon durch Strecken meines Studiums schon auch arg gequält. Aber dass ich halt jetzt die Probleme halt besser verstehen kann, weil ich diese Welt einfach besser kenne. Ne? Und das hat mich echt mit meinem beim Studium ausgesöhnt. Ja. Schön. Genau, denkst du denn, also ich bin ja Techie, denkst du, ich könnte trotz meines Techie-Daseins IT-Enthusiast werden? Also in deiner Form, wie du IT-Enthusiastin bist? Bestimmt. Also ich glaube aber, du musst schon auch wirklich Interesse an der Gegenseite mitbringen. Ne? Also, weil das ist ja, was mich zur Enthusiastin macht, ist mein Enthusiasmus für Techies und Technik und IT. Und wenn du Enthusiasmus für strategische, betriebswirtschaftliche Fragestellungen hast oder entwickelst, dann bist du sicher auch in die andere Richtung Enthusiast, BWL-Enthusiast. Genau. Ich habe heute gelernt, was Controlling ist, also es kann nur noch bergauf gehen. Genau, ich war noch ein bisschen verwirrt von dem Twitch-Chat, aber ich glaube, Eberhard kümmert sich um den Twitch-Chat, wenn ich das richtig gesehen habe. Es wird gerade ausprobiert, dass man einen von uns auf dem einen Ohr hört und einen auf den anderen Ohr. Ah, okay. Also, wir sind auch noch Testpersonen. Uiuiui. Genau. In einem Safe Space quasi. Ja. Genau, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach genau, du bist kein Techie und wir hatten uns natürlich darauf geeinigt, über Kommunikation zu sprechen. Und wer Anjas, also Anja hat ja zugehört und hat auch schon eine Frage gestellt oder einen Kommentar gegeben. Anja hat einen Podcast zu den verschiedenen Menschenarten, falsches Wort, die bei InnoQ so arbeiten. Und ich habe mich dafür ausgesprochen, dass ich Diskussionen fürchterlich finde als Techie. Und du hattest mir im Vorfeld gesagt, dass du bei Diskussionen unterstützen kannst, obwohl du kein Techie bist. Hm. Wie kannst du das? Also wir hatten ja auch schon im Vorgespräch festgestellt, dass du nicht Diskussionen per se das stimmt. Hast. Ja. Ne, sondern dass dein eigentliches Problem, das Problem unter dem Problem ist ja eigentlich, dass wie Diskussionen geführt werden. Ne? Also, dass ziellos vor sich hin diskutiert wird, dass Leute Dinge sagen, um sie auch gesagt zu haben, dass es Menschen gibt, die können sich einfach nicht kurz fassen. Dass man, das finde ich auch mal, dass manchmal so Diskussionen ins Existenzialistische kommen oder in die andere Richtung so tief ins Detail, dass die Fragestellung schon verloren ist. Ja. Also gibt es ja auch gerade so mit Fachanforderungen, wenn die irgendwie aus einer Abteilung kommen, die das 20 Jahre gemacht haben, ne, plötzlich diskutieren die da über Button, ne? Und du willst aber gar nicht über Button diskutieren, sondern du willst tatsächlich über, weiß ich nicht, die Strategie diskutieren oder was löse ich hier eigentlich für ein Problem. Da hilft mir dann wahrscheinlich meine direkte Kommunikation, weil mich nervt es unheimlich, solche Diskussionen, weil ich so ungeduldig bin. Ne? Das heißt, ich unterbreche die dann. Also, ne, also ich höre das eine Weile an, weil ich will die Leute ja auch nicht von den Kopf stoßen oder vielleicht kommt da ja auch nochmal was wirklich total Wertvolles, was gut ist für die Diskussion, aber dann da auch zu moderieren, ne, also die Leute, erstmal die schweigenden Leute direkt anzusprechen, so wenn man, das finde ich schade mit Remote, ne, weil wenn wir uns direkt sehen, dann kann ich sehen, oh, die Lisa möchte was sagen. Mhm. Die kommt einfach nicht dazwischen, weil XY ununterbrochen redet. So, ne, wie ihr eine Stimme zu geben, so. Oder dem anderen zu sagen, ja, das haben wir schon gesagt, das steht ja hier. Ich denke nicht, dass wir das nochmal weiter ausführen müssen. Oder zu sagen, das sind jetzt Details, und die sind später auch total wichtig, aber an diesem Punkt führen die uns zu weit weg von unserer Problemstellung. Und dann wieder zurückzuführen, also eher wie so ein,
Auf Englisch heißt es Weird Dog with a Bone. Ich habe auch einfach nur an so einen Wachhund gedacht, so ein Schäferhund hatte ich dran gedacht, der die Schafe hütet und dann wieder zurücktreibt. Ja, oder wie so ein Wadenbeißer, der die ganze Zeit die Leute wieder zurückzieht auf das, was eigentlich passiert werden soll. Oder so kleine Kinder. Ich habe ja einen kleinen Sohn. Wenn der irgendwas machen will, ist total krass. Eigentlich in dem Alter, der ist eins, kann man die noch irgendwie ablenken, aber ihn nicht. Also der geht dann kurz irgendwie mit dem, was du sagen willst, aber der kommt dann wieder zurück, dass er jetzt den Keks haben will. Der hat es dann nicht vergessen, der hat es kurz zwischengespeichert und so bin ich dann auch. Ne? Also ich gehe dann kurz mit dir mit in deine verwinkelte Diskussion, aber dann sage ich aber, Lisa, wir haben jetzt keine Zeit mehr, wir haben nur noch so und so viel Zeit und wir sollten jetzt hier zu einer Lösung kommen, sonst werden wir uns für immer tot diskutieren. Ne? Und dann zum Schluss die Dinge visualisieren. Ne? Weil ich bin ein sehr visueller Mensch, nicht alle Menschen sind visuell, aber der Großteil. Und das zu visualisieren und dann irgendeine Art von Konsens, irgendwie das Meeting rund zu machen. Das gibt nämlich auch allen ein viel besseres Gefühl, als zu denken, oh Gott, und jetzt müssen wir uns wieder treffen, nochmal 5 Stunden. Sondern zusammenzufassen, zu sagen, das haben wir jetzt schon. In einem anderen Meeting können wir Punkte XY besprechen, aber das machen wir jetzt schon mal fest. Darauf committen wir uns alle. Das schreiben wir auf. Der schreibt, der bleibt. Ne? Hinterher sagen zu können, sorry, aber das haben wir hier schon besprochen. Du kannst das jetzt nicht wieder aufmachen, diese Entscheidung. Also so ein bisschen der jetzt Bad Girl ist schlecht, ne? Eher so Bad Boy, ich weiß auch nicht. Also halt jemand zu sein, der sich jetzt nicht unbedingt beliebt macht, aber der einfach die Sache zusammenhält, damit wir irgendwo ankommen. Was letztendlich ja dann auch allen wieder zugutekommt. Ne? Ja. Niemand hat Bock, in endlosen Diskussionen die Kamera auszuschalten und nebenbei sich seine Fußnägel zu schneiden oder sowas. Ne? Also, ja. Das stimmt. Es tut mir so leid, ich bin so ein bisschen abgelenkt, seit du Wadenbeißer gesagt hast. Ich hab gestern einfach so einen verrückten Hund gesehen, der war ungefähr so groß, es war nur Flausch und dann hatte er so ein winziges Gesicht und ich musste die ganze Zeit jetzt an diesen Hund denken, seitdem. Und der war lebendig? Ja, ja, eine Frau im Café hatte ihn und hat ihn immer wieder hingezogen. Der war einfach nur so ein richtiger Flauschhaufen. Das war super lustig. Perfekt, der Wadenbeißer, dem würde niemand jemandem was übel nehmen, weil der einfach so süß ist. Es gab einen Kommentar von Dude Root, wahrscheinlich dann auch auf YouTube, weil Eberhard es mir weitergeleitet hat, da Kommunikation essentiell für den Erfolg eines Projektes ist. Wie sieht's aus mit Protokollierung der Entscheidungen? Was denkt ihr über Decision Records aus der Business-Perspektive, ähnlich zu ADR? Absolut richtig. Muss gemacht werden. Also ich habe schon Projekte erlebt, wo Dinge immer wieder aufgemacht worden sind. Ja, teilweise während man schon gebaut hat. Oder ähnlich schlimm, jemand Neues kam ins Team und durfte alles in Frage stellen. Das war schrecklich. Ja, man kommt, es ist schlecht für das Projekt, es ist schlecht für die Codequalität. Ja, weil du hast einfach deine Annahmen getroffen, auf denen du deine ADR draufgesetzt hast. Und wenn die ständig über den Haufen geworfen werden, einfach weil man kann, ne, dann kann man das machen, weil man wird ja auch schlauer. Ja, ich habe nichts dagegen, dass man über Nacht schlauer wird und merkt, shit, jetzt haben wir diesen wichtigen Aspekt haben wir total vergessen. Aber dann muss das betrachtet werden, abgewogen werden. Ne? Ist das wirklich das, wo wir hinwollen? Was bedeutet das? Wie viel kostet das? Was müssen wir dafür alles tun, das jetzt zu inkorporieren? Aber man muss die Sachen ausschreiben. Wer schreibt, der bleibt. Das ist einfach so. Ne? Man muss hinterher sagen können, sorry, aber da hast du das gesagt. So, sonst man verloren. Ja, es kam noch eine Anmerkung von YouTube und zwar schrieb er, ich habe letztens die Erfahrung gemacht, dass der Business ein Feature wiederherstellen wollte, wobei wir Tech-Seite vor einigen Monaten versucht haben, das Feature nicht zu deaktivieren. Wir sind dabei über unsere Tickets, das denen zu zeigen. Denkst du, Tickets sind ausreichende Dokumentation an der Stelle? Das kommt aufs Ticket an. Ne? Ich habe viele wunderbar geschriebene Tickets gesehen, wo drin steht Beschreibung TBD. Mhm. Ja, Akzeptanzkriterien kommen später. Das ist nicht ausreichend. Ne? Also sorry, dann brauchst du gleich kein Ticket. Also wenn du Tickets schreibst, dann müssen die halt vollständig sein. Ne? Mhm. Dann müssen Entscheidungen dokumentiert werden. Und was halt bei so zentralen Entscheidungen schlecht ist im Ticket,
ist, dass die halt hinterher keiner wiederfindet. Ne? Also ähnlich wie ADRs, die würdest du ja auch nicht in einem Ticket dokumentieren und dann hinterher suchen, ne? Sondern du würdest ja eigentlich an einer zentralen Stelle, in einer Dokumentation, ich habe das böse Wort gesagt, würdest du das ja aufschreiben. Ne? Und dann kann das hinterher jemand auch wiederfinden, ohne zu wissen, dass du vor 3 Jahren am Mittwoch, den 13., dieses Ticket erstellt hast. Mhm. Sehr guter Punkt. Du hast eben auch noch gesagt, du hast, also früher hast du es am Whiteboard gemacht, die Diskussionen quasi festgehalten oder visualisiert, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Hast du dann früher auch Fotos davon gemacht und das ins, in diese Dokumentation reingehängt? Ja, ja. Also ich bin jetzt zu InnoQ gewechselt und davor habe ich irgendwie noch ein bisschen über die Fotos meines alten Firmenhandys geguckt. Und das war, glaube ich, 80% waren fotografierte Whiteboards, so, die ich halt irgendwann so als Ergebnissicherung mal gemacht habe. Aber so bei ganz kritischen, Terminen, wo es irgendwie um was geht, ne, wo man sich zum Beispiel mit einem Fachbereich kloppt oder so, da habe ich hinterher auch Protokolle geschrieben und das an alle Beteiligten geschickt. So nach dem Motto, wie seht ihr das auch so? Und wenn nicht, widersprecht bis Tag X. Ne, um hinterher sagen zu können, in dieser kritischen Frage hatten wir einen Konsensus und dieser Konsensus war so, die waren alle informiert. So. Weil manchmal muss man es einfach mit der Brechstange machen. Haben die Leute die Mails gelesen? Ich habe den Default so gesetzt, dass wenn sie nicht antworten, dass es Zustimmung ist. Ja, okay. Also ich habe das auch mal gemacht eine Zeit lang und ich weiß, niemand, wirklich niemand hat diese Protokolle gelesen und meine E-Mails gelesen und es gab dann immer wieder irgendwelche Sachen, darüber haben wir aber noch nicht gesprochen und dann, ja doch, hier an dem und dem Tag vor einem halben Jahr hatten wir genau das und das Ergebnis erreicht. Das stand auch in dem Protokoll, das du durchlesen solltest. Also ja, das ist dann wieder passiert. Die andere Sache, aber ich hatte auch dann tatsächlich schon totale Mailketten, wo dann über einzelne Wörter in den Protokollen gefalscht wurde, weil das halt politische Entscheidungen waren. Okay. Ne? Und da kriegt man dann durchaus schon Feedback. Ja. Sehr gut. Es gab noch sogar mittlerweile 2 Fragen. Die erste ist von Mifo. Auch auf YouTube, würde ich diese Rolle der Kommunikationsleitung als Entwickler machen oder sollte man sich beispielsweise den Scrum Master hinzunehmen? Das kommt drauf an, wie wohl du dich damit fühlst, würde ich sagen. Na, wenn du sagst, ich bin kommunikativ total stark, ich bin da wie ein Fisch im Wasser, ich habe das Gefühl, ich habe super viel Swag bei allen Stakeholdern, dann machst du natürlich selber. Na, wenn du sagst, ich kriege meine Inhalte nicht rüber, und die müssen aber gehört werden, dann hol dir Hilfe. Ne? Und dann kann so ein Scrum Master schon sinnvoll sein, ne? Wenn der Swag hat. Vielleicht ist das aber auch gar nicht die richtige Person. Vielleicht ist das irgendjemand, wo du merkst, auf zum Beispiel auf der Fachseite oder so, gibt es jemanden, der hat Swag und mit dem redest du und überzeugst den oder die. Ne? Und dann, und da ich kann nicht oft genug Swag sagen, aber es ist wirklich wichtig, dass der irgendwie in der Organisation Street Cred hat. Ne? Also die Leute müssen dem zuhören und dem glauben, weil es sind immer irgendwie Menschen. Ne? Es gibt immer irgendwelche Leute, die sind Meinungsmacher und die muss man sich abfischen und die muss man überzeugen und als Verbündete auf die eigene Seite holen. Ja. Magst du für Leute, die das vielleicht nicht kennen, nochmal erklären, was Swag und Street Cred sind? Ich habe es tatsächlich mal gegoogelt und es heißt sogar anders, als so wie ich es benutze. Es ist eigentlich irgendwie ganz, also genau, ich benutze es so. Okay. Swag heißt, du erreichst die Leute. Also für mich heißt es, ne? Du erreichst die Leute und du bist das beliebte Kind in der Schulklasse. Ja, was du sagst, hat Gewicht in deiner Organisation. Das ist für mich Swag. Und Street Cred geht in die Richtung, ist dann aber quasi, du hast bewiesen, dass du gut bist in dem, was du tust. Ja, und deswegen glauben dir Leute. Dann hast du auch Swag, aber vor allen Dingen, weil du halt Street Cred hast, weil du Credibility hast. Also du bist glaubwürdig in dem, was du tust, du kannst das gut. Absolut lustig. Ich hätte niemals gedacht, dass wir heute das Wort Street Cred noch hören. ich glaube, ich mache erst das von YouTube, weil er bezieht sich auf Mifo von eben. Auch wieder YouTube. Ich würde sagen, der Scrum Master sollte das übernehmen. Das ist seine Aufgabe, die Infos, Meinungen aus dem Team zu nehmen und dem Business oder PO weiterzuleiten. Das, ja, kann man sagen.
Kommt auf deinen Scrum Master an. Kommt drauf an, wie wichtig dir das ist, was du darüber bringen willst. Wenn du eh das Gefühl hast, dein Scrum Master ist zum Beispiel ganz neu oder noch ganz unsicher und hat einfach keinen Swag, ja, und du sagst, ja, aber es ist seine Rolle, dann ist das nicht mein Problem, dann kann das natürlich deine Haltung sein. Die Frage ist, ob du erreichen möchtest, dass deine Meinung gehört wird. So, und dann muss man halt realistisch sein. Also wenn du sagst, realistisch gesehen kann der das für mich rüberbringen, dann natürlich ist das sein Job. Aber ich meine, wie viele Leute haben wir schon in unserem Leben erlebt, deren Job eigentlich irgendwas wäre, aber sie haben ihn halt nicht gemacht. Also aus Gründen, ja. Das heißt ja nicht, dass die irgendwie, das sind ja keine schlechten Menschen, aber die haben halt ihren Job halt nicht gemacht. So, fertig. Und wenn der Scrum Master dann noch reinwachsen muss oder aus welchen Gründen auch immer du den Eindruck hast, das geht nicht, dann geht doch andere Wege. Also nur weil es dein Job ist, ja, heißt das nicht, dass es klappt. Ja. Ne? So. Diese Namen sind immer so lustig vorzulesen. Also wieder, ach nee, hier ist noch eine zum Scrum Master. Die machen wir jetzt erst. Das ist auf Twitch reinbekommen von Sai Borax. Ist Scrum Master ein Teamleiter? Also ich sage auf gar keinen Fall. Also laut Scrum, ja, und ich bin jetzt auch nicht da total fluent in Scrum, ist das jemand, der enabled das Team. Ja, das heißt, der schafft Probleme aus dem Weg, der hilft irgendwie, die Rituale, die Scrum hat, zu pflegen. Ja, Plannings, Retros, Dailies, eventuell irgendwie Tasking Out oder Refinement oder wie man das nennen möchte. Ja, halt das Team zu enablen, dass das gut funktioniert. Ne? Also irgendwie zu helfen, dass sich Plannings durchsetzen, weil es dem Team hilft. So, für mich sind eben Scrum Master Leute, die dem Team helfen sollen, die beste Leistung abzurufen. Und ja, in manchen Führungsphilosophien ist das die Definition eines Teamleiters. So gerade in modernen, aber in vielen ist der Teamleiter der personelle Vorgesetzte, der Jahresgespräche führt und in politischen Seilschaften des Unternehmens sein Mann, ihre Frau stehen muss. Und da sehe ich den Scrum Master nicht. Mhm. Genau, auf YouTube herrscht wohl eine rege Diskussion. Dutroot hatte gesagt, dass er dir kurz widersprechen würde. Darauf hat Eberhard schon geantwortet, weil er hat geschrieben, dass in seiner Meinung nach das Problem ist, wenn Kommunikation nur über den Scrum Master möglich ist, dann erscheint mir die Organisation und Kultur kaputt. Darauf hat Ruk Yande auch auf YouTube gesagt, plus eins Eberhard, finde das immer übel, wenn Teams ohne Scrum Master überhaupt nicht arbeiten können. Ja. Ja, und das ist dann auch, finde ich, auch so ein bisschen armutszeugend vom Scrum Master, weil, wie ich gesagt habe, der Scrum Master soll das Team enablen. Ich finde, der beste Scrum Master macht sich eigentlich fast unsichtbar. Mhm. Ne? Also so interpretiere ich den Scrum Master Begriff. Ne? Der hilft dem Team, dass das Team die beste Leistung abruft und hat sein Ego zurückzustellen. Mhm. So. Und wenn ein Team ohne den Scrum Master nicht funktioniert, dann macht der Scrum Master seinen Job nicht richtig. Mhm. Ne? Also weil er enabled es eben gar nicht, das Team. Oder ist am Anfang seines Jobs, ne? Situationen sind ja bunt, ne? Ich will hier keinen irgendwie, ja, vor umbügeln. Rukiande hatte vorhin auch auf YouTube noch was jetzt einmal kurz, weil dazu direkt noch was kam. Cyborax hat noch gesagt, okay, dann ist unser Teamleiter ein Scrum Master mit so einem Denken. Ich glaube, es ist ein Panda. Es ist sehr niedlich auf jeden Fall. also Rukiande auf YouTube vor geraumer Zeit hatte mal geschrieben, Tickets, Tasks, PBIs bilden nur die Vergangenheit ab. Aber eigentlich ist doch die aktuelle, gemergte Version relevant. Was sind denn PBIs? Das habe ich, glaube ich, nicht. Eberhard, weißt du, was PBIs sind? Wir schütteln alle den Kopf. Rukiande, wir freuen uns auf Aufklärung, was PBIs sind. Genau. Ist nur die aktuelle Version relevant? Also die anderen Dinge bilden die Vergangenheit ab, aber auch ein ADR bildet ja die Diskussion in der Vergangenheit ab, ist durchaus relevant.
Also, das ist ja, ist das, also ich weiß jetzt nicht, ob meine Interpretation der Frage falsch ist, wenn bitte unterbrechen. Für mich schwingt da so ein bisschen die Diskussion mit, welchen Zweck hat Dokumentation? Mhm. Und da habe ich halt selber die Erfahrung gemacht, dass wenn es keine Dokumentation gibt, dass es schlecht ist. Mhm. Also auch wenn die Dokumentation die Vergangenheit abbildet. Ja? Weil wenn ich neu in ein Team komme, dann bin ich an der Vergangenheit interessiert. Dann kann ich nicht tausende Zeilen Code lesen, um zu verstehen, welche ADRs sind hier zugrunde gelegt. Ne? Sondern ich brauche mal erstmal, ich muss erstmal verstehen, wo befinde ich mich. Und dafür ist Dokumentation gemacht und auch gut. Hm. Ich bin leider Fan von Dokumentation und kein Fan von unsichtbarer Dokumentation. Hm. Weil es gibt, du wirst dein Baby nicht über den Tod hinaus begleiten. Das heißt, selbst wenn du mal drauf gehst, wird irgendjemand anders hoffentlich, wenn deine Software relevant ist, weiter an deiner Software arbeiten. Aber wenn die keiner versteht, dann ist dein Baby mit dir gestorben. So, und dann geht es darum, das so zu dokumentieren, dass andere den Staffelstab irgendwie übernehmen können, wenn sie daran weiterarbeiten. Sehr gut. PBIs wurde aufgelöst. Es sind Product Backlog Items. Ah, ergibt Sinn, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, das abzukürzen. Also, wir sagen immer nur das Backlog. Genau, also wenn das die, wenn das quasi das ist, was hier in der Frage mitschwingt, dann will ich das so beantworten. Sonst muss die Frage vielleicht für mich nochmal neu formuliert werden. Ja. Genau, falls sie neu formuliert wird, wirst du sie von mir bekommen, keine Angst. Ich hätte nochmal eine Frage, also jetzt Rückgriffe vor x Minuten, ich weiß nicht mehr. Du hattest berichtet, wie du Diskussionen lenkst und wie du sie visualisierst. Und du hast auch schon gesagt, dass es remote schwieriger ist zu sehen, wenn Lisa was sagen möchte, weil du das Verhalten ja nicht so richtig analysieren kannst remote. Hast du das Gefühl, dass Diskussionen generell schwieriger remote sind, dass es da besser war, vor Ort zu sein? Oder hast du das Gefühl, dass sich das jetzt über die Remote-Zeit doch irgendwie gebessert hat? Also ich bin ja kein Remote-Native. Hm. Ne? Also ich bin ja schon älter als 2 oder 3. Das heißt, ich bin ja vor Covid geboren. Und ich habe einfach auch schon vor Covid gearbeitet. Hm. Das heißt, ich habe mit Leuten auch quasi vor meiner Zeit bei InnoQ saß ich auch wirklich Montag bis Donnerstag bei einem Kunden rum und bin da hunderte Kilometer, im Jahr tausende Kilometer durch die Republik gefahren. Und dieses Unmittelbare, das geht für mich remote nicht abzubilden. Also verstehe mich nicht falsch, ich arbeite gerne auch im Homeoffice. Ne? Ich arbeite gerne auch mal in der Ruhe meines Büros zu Hause. Aber wenn ich Diskussion führe, wenn ich konzeptionelle Themen besprechen muss, wenn ich Anforderungen erhebe, dann geht ist meine Meinung, dass durch die Technik was verloren geht. Mhm. Weil sich eben Leute zurückziehen, die vor Ort nicht so sich zurückziehen könnten. aber dann halt auch nicht Gehör finden und es verschlechtert die Qualität der Diskussion natürlich, weil du Leute dann nicht mehr dabei hast. Mhm. Und die Leute, die laut sind, so wie ich, die reden dann die ganze Zeit. Und die Leute, die leise sind, die reden dann fast gar nicht mehr. Und das ist halt, das verliert dann Reichtum von Perspektiven und damit auch Qualität an Software. Mhm. Noch eine nächste Frage, weil wir das Thema, also irgendwann hatte ich dieses Thema mal im Kopf. Was hältst du von komplett asynchroner schriftlicher Kommunikation und Diskussion? Also in manchen, also angenommen, wir haben jetzt Kollegen und Kolleginnen in Amerika und müssen mit denen uns einig werden. Das ist ja schon ein dollarer Zeitversatz, ist vielleicht schwieriger, einen gemeinsamen Slot zu finden. Schaffen wir es irgendwie, uns komplett asynchron schriftlich zu einigen oder denkst du, das hat eigentlich kein Potenzial oder ein Meeting ist da sinnvoller? Jetzt redest du ja schon wieder mit jemandem, der bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Ja, das stimmt. Ne, und wenn wir jetzt quasi im absolutistischen Sinne von asynchron, also wenn du sagst nur asynchron, würde ich behaupten, dass es nicht funktioniert. Mhm. Wenn man sich nie gesehen hat, wenn man nie ein Meeting hat, weil ich weiß nicht, wie es dir geht und deiner privaten Kommunikation über Signal, WhatsApp, Threema, whatever. Ich weiß nicht, ob dir jemals in deinem Leben passiert ist, dass du was geschrieben hast und der andere hat dich fett missverstanden. Mhm. Und danach war die aber richtig am Dampfen. Ja,
wieso soll das auf der Arbeit anders sein? Also wieso soll dein Gegenüber in deinen Worten andere Dinge hineininterpretieren, als du sie gemeint hast? Also mir passiert es immer wieder, dass ich irgendwie irgendwas schreibe und es voll in mein Gesicht explodiert. Wieso soll das auf der Arbeit anders sein? Deswegen glaube ich an komplett asynchron nicht. Mhm. Aber also Missverständnisse passieren meiner Erfahrung nach auch, wenn man verbal kommuniziert. Also total. Oft wird ja nicht nachgefragt. Ne? Also ich sage ja dann nicht, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dich gerade richtig verstanden habe. Also man hat es ja dann mit seinem, gibt es doch dieses coole Modell mit den vier Ohren und den vier Mündern und so. Ne? Ich bin schon hier am Enthusiasten, ne? In die falsche Richtung. Ja, ja. Genau, also man kann ja nie sicherstellen, dass die Nachricht, die ich dir sende, wirklich richtig ankommt, so wie ich sie dir senden wollte. Das auch stimmt. Nicht, wenn, also wir können uns ja hier auch immer noch. Missverstehen. Ja, aber es ist quasi für mich eine Sache von Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide uns jetzt missverstehen, abgesehen davon, dass wir beobachtet werden, ist natürlich auch nicht, das ist natürlich auch nicht hilfreich für unsere Kommunikation, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns missverstehen, ist geringer, als wenn wir uns nie getroffen hätten, nie gesehen hätten und nur miteinander schriftlich kommunizieren würden. Weil wir würden uns schon hier über den Begriff Scrum Master kloppen. Hätten wir völlig andere Bilder, was dieser Mensch macht. Ja. Dann hätten wir noch eine regere Diskussion. Wenn wir jetzt, das wäre schon spannend, glaube ich, wenn wir über jedes Wort streiten müssten. Genau, dann würden wir wahrscheinlich nicht unsere Arbeit machen können. Das stimmt, aber ist ja dann auch nebensächlich quasi. Ebert hat gerade geschrieben, er geht mal lieber raus, damit wir nicht mehr beobachtet werden. Okay, ich meinte die Kamera, Ebert. Und auf Twitch schreibt Octavian, wieder mit einer Zahl im Namen, das ist auch hip, glaube ich. Auch wenn komplett asynchron, dann hilft es ungemein, wenn man sich einmal live getroffen hat, um besser zu interpretieren, wie etwas gemeint war. Das Gefühl habe ich auch. Total. Jetzt auch während der Pandemie und man alle im Homeoffice war, da hatten wir, war ich in einem Team und da kam dann jemand neu ins Team und den hat man halt per Video gesehen. Aber als ich den dann in echt gesehen habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil der war ungefähr 3 Klöpfe kleiner, als ich gedacht habe. Das heißt, er hatte seine Kamera immer so da unten und ich war so, oh. Und das hat irgendwie dann schon mein Bild von dem total verändert. Ne? Und auch die Sachen, die er dann geschrieben hat, habe ich ganz anders eingeordnet. Warum auch immer. Ich bin halt auch nur ein Mensch, ne? Und kein jemand, der sich gerne immer. Also ich möchte mich natürlich gerne perfekt verhalten, aber kann ich halt nicht. Ja, kann man nicht, genau. Ich habe auch witzigerweise, als die Pandemie anfing, genau in einem neuen Team angefangen. Und ich kannte halt niemanden dort. Und wir haben uns immer nur remote gesehen. Aber ich war so froh, dass es durch Zufall, als ich das Team dann schon mal verlassen hatte, hat es durch Zufall geklappt, dass wir uns mal zum Essen gehen verabredet haben, weil das war dann so angenehm, weil man kannte sie nur remote und dann ist irgendwie so komisch. Aber ich das ist auch voll weird, ne? Man hat irgendwie schon eine Beziehung, ja, genau. Aber die hat man noch nicht im echten Leben stattgefunden. Genau, das ist so ein bisschen wie früher so Second Life oder ja, weiß ich nicht. Ja, genau, ne? Das stimmt. Also, oder weiß nicht, man kennt sich irgendwie aus einem Computerspiel, aber... Oder ich habe auch noch so eine, also was auch lustig ist, manchmal merkt man aber auch nicht, dass man jemanden nur remote kennt. Also ich hatte mal im aktuellen Team die Situation, ich habe mit jemandem Pair-Programming gemacht und ich weiß auch nicht mehr, wie es kam, aber wir waren da so drin und dann wollte ich ihr so auf die Schulter klopfen und habe halt gegen meinen Laptop geklopft, also komplett Banane und sie musste so lachen und es war so ein cooler Moment, aber dabei war ausnahmsweise einfach mal so dieser Moment, dass man dachte, man ist gerade wirklich zusammen und das war irgendwie so schön, weil auch sowas kann halt mal funktionieren, remote, nicht immer, wir hatten uns zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch nicht in echt gesehen, aber da manchmal klappt es ja auch mit Leuten irgendwie schneller remote warm zu werden als mit anderen, wenn die Wellenlängen eher ähnlich sind. Das stimmt, ja, genau. Aber darauf ist man dann halt angewiesen. Und im beruflichen Kontext kann man nicht davon ausgehen. Nee, das stimmt. Das ist leider sehr wahr, das stimmt. Du, wir nähern uns langsam so Richtung Ende der Zeit. Eberhard tippt gerade, ich vermute fast, dass er was von YouTube hat. Genau, ich lese erst das von YouTube vor. Und zwar hat YouTube geschrieben, Eberhard, ich stimme dir zu Prozent zu. Hashtag Kultur kaputt, wenn Kommunikation nur über Scrum Master geht. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ein Techniker seine Meinung seinem Lead-Architekt PM mitteilen soll.
Ich finde, jeder sollte immer seine Meinung mitteilen, weil die ist wertvoll. Ja, weil wir sehen alle die Welt nur aus unserer Brille. Mhm. Und der andere sieht die Welt aus seiner Brille und damit hat man schon 100% mehr Welt. Und wenn jemand seine Meinung eben nicht sagt, dann geht halt ein Stück Welt verloren, ne? Oder Blick auf Dinge. Und das ist immer wertvoll, das ist immer bereichernd. Und deswegen sollte man immer seine Meinung sagen. Im richtigen Zeitpunkt, bla, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also auf die richtige Art und Weise. Aber man sollte sich immer trauen, seine Meinung zu haben und zu sagen, weil die ist wertvoll. Ne? Das nehme ich mit. Meine Meinung ist wertvoll. Ja. Finde ich schön. Octavian hat auch noch was Schönes geschrieben auf Twitch, also der eben die Frage gestellt hatte, quasi, oder der den Kommentar auch schon geschrieben hatte. Das ist wie beim Dating. Online unterhalten sich nur Gehirne, in echt dann aber Menschen auf mehreren Ebenen. Ja, das stimmt. Genau. Auch schön geschrieben, finde ich. Genau, also wie eben schon angemerkt, wir nähern uns langsam dem Ende. Und ich bin ein großer Fan von solchem. Angenommen, du hättest nur einen einzigen Tipp. Fragen am Ende. Und ich hatte mir hier schön aufgeschrieben, angenommen, du könntest den ZuschauerInnen genau einen Tipp geben, um die Beziehung im Team zu stärken. Das würde ja die Kommunikation verbessern. Hm. Welcher Tipp wäre das? Ich habe natürlich schon wieder vergessen, was ich gesagt habe, weil mein Gehirn ist ein Schwamm. Aber fördert die Wertschätzung. Ja? Macht euch mal ein Kompliment. Macht mal einen Witz. Ja? Seht euch als Menschen und fördert die Beziehung zwischen euch. Ne? Weil wenn ihr miteinander vibet, wie meine kleine Schwester würde sich jetzt fremdschämen, aber egal, dann wird die Arbeit besser, ne? Weil ihr euch immer besser versteht, immer besser denkt, was der an oder versteht, was der andere meint, und dann wird eure Arbeit besser. Und eure Kommunikation und überhaupt alles. Alles wird besser. Alles wird besser. Alles wird besser. Sehr schön. Ja, ich glaube, also ich bin super dankbar, dass du da warst. Ich fand auch, das war eine schöne Anknüpfung an die Folge von letzter Woche mit der Business-Analystin, die da war. Ich fand es cool, dass, es kommt gerade noch eine Frage. Ich lese es dir jetzt noch schnell vor, weil wir noch da sind. Ja. Auch wieder Dutroot. Er hat noch geschrieben, jemand, der einem Level höher einen Überblick hat, es ging mir nur darum, den richtigen Personen das zu kommunizieren, sodass es nicht viel diskutiert wird, um der Diskussion zuliebe. Ich glaube, da ist halt, bist du die Richtige, weil du das diese Übersetzungsleistung gut bringen kannst. Kann ein Scrum Master möglicherweise nicht, weil andere, also ist natürlich auch so ein Talent, glaube ich. Ist voll auch kontextabhängig. Aber kontextabhängig. Ne? Also das finde ich immer dann super schwierig. Also ist auch, wenn das ein guter Lead ist, ne, dann ist das genau richtig, an der richtigen Stelle. Aber auch Leads haben ja unterschiedliche Qualitätslevel, sag ich mal. Ne? Also wenn du den Eindruck hast, dass es dann verloren ist, weil er sieht es anders und dann taucht es nirgendwo mehr auf und du hast das Gefühl, es ist wirklich wichtig, dann hilft das, finde ich, auch mit mehreren zu sprechen. Ne? Und es hat ja nichts mit Diskussionen der Diskussionswende zu tun, sondern einfach nur so aus der Verantwortung deiner Idee, weil Spider-Man sagt ja, aus großer Kraft kommt große Verantwortung. Das stimmt. Sehr wahr. Du hast noch ganz viele Herzchen für die Wertschätzung bekommen. Ach, das freut mich auch sehr. Genau, also was ich eigentlich sagen wollte, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es wirklich richtig, richtig, richtig cool mit dir und bin froh, dass wir das geschafft haben. Und ich freue mich auch. Dass du dir die Zeit genommen hast. Genau, danke an alle Leute da draußen, die heute zugeschaut haben. Danke an Eberhard, der Knöpfe geklickt hat, damit das hier funktioniert. Und genau, gestern Abend hatten wir einen Stream, wer den nicht gesehen hat, auf jeden Fall am Wochenende nachholen. Ich fand den ziemlich cool. Nächste Woche ist dafür einmal kein Stream, weil wir ja gestern Abend und heute Content produziert haben. Content, Content, Content. genau, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns das sagen. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr uns das auch sagen. Wenn ihr Vorschläge, Feedback oder irgendwas habt, könnt ihr uns das auch sagen. Also sprecht mit uns, dann wissen wir, was ihr euch wünscht und können besser in die Richtung Content produzieren. Du hast so viele Fremdwörter gesagt, jetzt muss ich es auch tun. Content. Genau, es kommen jetzt vielen Dank-Geschichten. Also glaube ich, alle sind froh, wenn sie jetzt Mittagessen gehen können. Das machen wir auch, glaube ich. Ja. Sehr schön. Danke euch allen. Tschüss.